Am 13. September 2022 war es endlich wieder soweit. Die Gewinner für die Pharma Awards, die goldene Tablette und das innovativste Produkt wurden im Rahmen des 23. Pharma Trend Image and Innovation Award, auch Pharma Oscar genannt, bekannt gegeben. Grundlage für die Auszeichnung der besten Pharmaunternehmen ist die Studie Pharma Trend, die im Auftrag der Zeitschrift Pharma Barometer in diesem Jahr bei 1400 Ärzten, Apothekern und Patienten in den Kategorien RX, OTC, Orphan Drugs und Specialty Care sowie zum zweiten Mal in den Kategorien Diagnostik und digitale Gesundheitsanwendungen durchgeführt wurde. Zudem wurde zum siebten Mal das Ranking Beste Pharmaunternehmen Deutschland für die Forschenden, weltweit nach Umsatz führenden Pharmaunternehmen sowie die großen einzel-, mittelständischen und internationalen Unternehmen veröffentlicht. Darüber hinaus wurde in erneuter Zusammenarbeit mit BioM der Award das innovativste Produkt in der Kategorie Sprunginnovationen vergeben. In dieser Kategorie konnten sich Unternehmen bewerben, deren Geschäftsbasis die Entwicklung von nukleinsäurebasierten Medikamenten ist. Die Ermittlung der Gewinner erfolgte durch eine sechsköpfige Jury aus den Bereichen Biotechnologie, Investment und Medizin. Das Auditorium im Deutschen Museum bildete den perfekten Rahmen für das Event und durfte zahlreiche Größen aus Medizin und Forschung willkommen heißen. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holleczek.